Danke, dass Sie mich wieder eingeladen haben, dass ich wieder bei euch sprechen darf. Ich habe das Jahresthema gehört, Ankommen und Aufbrechen. Und ich bin in einer Kunstschule gewesen und dort haben wir auch manchmal so ein Riesenthema bekommen und haben dann irgendwie versuchen müssen, das in ein Kunstwerk zu verpacken. Und da habe ich ein bisschen gelernt oder mir angewöhnt, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um einfach eine neue, frische Perspektive zu bekommen. Und so ist es auch diesmal passiert. Ich habe damals in der Schule schon einfach mit Gott dann über Themen gesprochen. Was willst du damit sagen und so. Das habe ich auch diesmal gemacht und dann ist mir die Bibelstelle eingefallen, über die ich heute reden möchte. Und zwar ist es Matthäus 16, 13 bis 15. Vielleicht ist es ein bisschen ums Eck gedacht, aber ich habe euch schon ein bisschen vorgewarnt. Da kommt jemand zu einem Schluss, er kommt bei einem Schluss an, er realisiert etwas und dann ändert das vieles in seinem Leben. Ich möchte euch jetzt genau einladen, einfach mit mir einzusteigen. Wir werden die Bibelstelle so von ganz vielen Seiten betrachten. Es gibt auch Anwendungen für heute, wo wir uns vielleicht wiederfinden können in der Bibelstelle oder in dem, was ich herausgefunden habe über den Ort und die Situation, in der sich die Jünger und Jesus da befunden haben. Für die am Stream, ihr seht es wahrscheinlich jetzt leichter oder die ganze PowerPoint hier im Saal ist es ein bisschen schwieriger zu lesen. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Das ist ein bisschen Kaltstart in dieser Bibelstelle. Da steht einfach, Jesus kommt in die Gegend von Caesarea Philippi. Was ist genau passiert? Jesus ist mit seinen Freunden und Schülern unterwegs. Schon 2,5 Jahre seit seiner Taufe sind ungefähr vergangen. Und man merkt, wenn man die Evangelien chronologisch anschaut, dass Jesus versucht, mit seinen Schülern und mit seinen Freunden sich zurückzuziehen. Es ist wichtig, dass er mit ihnen Zeit verbringt, um ihnen Dinge zu zeigen, die noch nicht für alle Ohren bestimmt sind. Es ist wichtig, dass sie Rückschau halten können über das, was passiert ist. Er hat sie zweimal ausgesandt vor ihm her und hat ihnen aufgetragen, zu predigen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Und wenn sie zurückkommen, versucht er jedes Mal, sich mit ihnen zurückzuziehen. Zuerst in eine einsame Gegend in Galiläa. Aber der Dienst der Ausgesandten war so fruchtbar, dass die Menschen einfach mit den Jüngern mitkommen. Und so kommt es, dass wahrscheinlich 12.000 Leute in einer einsamen Gegend von Galiläa sich versammeln. Sie kommen Jesus nach, um ihn zu hören. Und er hat Mitleid, als er sie sieht, und er lehrt sie und heilt sie. In der Bibel steht, dass das 5.000 Männer waren. Genau, dann kann man so hochrechnen, wenn da Frauen und Kinder noch dazukommen. Die Kinder werden sie nicht irgendwo in Galiläa alleine zurückgelassen haben. Schätzt man, dass es so 12.000 Menschen waren. Und sie gehen so lange nicht, dass Jesus irgendwie für Essen sorgen muss. Und dann haben sie 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus vermehrt, also Gott vermehrt dieses Essen, sodass am Ende sogar noch mehr übrig bleibt, als sie davor hatten. Soweit, so gut. Die Zeit mit den Jüngern hat aber wieder nicht funktioniert. Deswegen zieht er sich an einen anderen Ort zurück, in die Gegend von Dekapolis. Das ist im Osten vom See Genezareth, ein heidnisches Gebiet.
Stadt kommen die Juden nicht hin und dort würde er Zeit mit ihnen haben. Nein. Kranke, Blinde, Taube, Stumme, Verletzte werden zu ihm gebracht und er heilt sie. Und sie bleiben wieder 3 Tage und Jesus hat wieder Mitleid mit ihnen und sagt, jetzt sind sie schon 3 Tage bei mir, die haben kein Essen, wenn ich die nach Hause schicke, dann verhungern die am Weg. Und dann muss er 4000 Männer speisen. Und er tut es wieder und es bleibt wieder mehr übrig als davor. Die Zeit mit den Jüngern hat wieder nicht funktioniert. Deswegen geht er wieder zurück an die Westseite vom See Genezareth. Ja, Westseite, ich verwechsel das immer. Osten und Westen ist nicht so leicht für mich. Sie gehen auf die andere Seite. Dort warten schon die Pharisäer auf ihn und konfrontieren ihn. Und es ist wieder keine Zeit, irgendwie mit den Jüngern Rückschau zu halten und ihnen auch eine Vorschau zu geben auf das, was noch kommen würde. Und schließlich zieht er sich zurück in die Gegenden von Caesarea Philippi. Das ist im Norden des Landes. Es ist wieder ein heidnisches Gebiet. Es ist am Fuße des Hermon auf den Golanhöhen. Und dorthin würden keine Schriftgelehrten kommen. Weil dort ist nämlich ein heidnisches Machtzentrum und eine Stätte der Götzenanbetung. Und ihr seht auf dem Bild jetzt, wie das heute aussieht. Damals war es nicht so romantisch wie heute. Und deswegen sind da auch keine Juden hingekommen. Man hatte vor Jesu Zeiten den Baal angebetet dort mit ganz grausigen Praktiken. Aber zur Zeit von Jesus waren dort ein Tempel für den Augustus und man hat auch den Gott Pan, den griechischen Hirtengott Pan, angebetet. Dieser Pan war gefährlich, er war zwar ein Hirtengott, der war so halb Mensch und unten Ziege, und der konnte die Herden in Panik versetzen, in plötzliche, wilde, unkontrollierbare und übermächtige Angst. Und damit man den besänftigen konnte, hat man ihm Ziegen geopfert, mit denen man vorher tanzte. Ich habe da ein Bild mitgebracht, auf der rechten Seite. Okay, ist doch nicht oben. Im Internet findet man Bilder, dass da tanzende Ziegen sind. Also man hat diese Ziegen auf die Schultern gelegt und dann mit ihnen getanzt, bevor man sie geopfert hat. Und in der späteren christlichen Tradition ist dann die Darstellung von dem Gott Pan, halb Ziege, halb Mensch, als Sinnbild für den Teufel hergenommen worden. Also dieser Ziegenfuß in der vor allem mittelalterlichen Darstellung, das kommt von dem Gott Pan. Und diesen Gott hat man da angebetet. Außerdem war das ein Gerichtsort. Heute ist durch verschiedenste Erdbeben und Erdrutsche und so weiter ist nicht mehr so viel übrig, aber dort war einer der 3 Quellen des Jordan. Und es war ein unglaublich reißender Fluss. Und an diesem Gerichtsort hat man vermeintliche oder richtige Verbrecher reingeschmissen ins Wasser und die Wassermassen haben dann diese Menschen erdrückt. Sie sind so über die Felsen quasi geschliffen worden und so ist Gericht gesprochen worden. Zusätzlich hat man noch gesagt, dass das Wasser dort keinen Grund hat. Irgendwie muss das so tief gewesen sein, dass sie das nicht geschafft haben, auszurechnen oder auszuprobieren, wie tief dieses Wasser dort geht. Und deswegen hat man sich gesagt, vielleicht war das auch nur eine Legende, weil man da nicht rein wollte oder nichts reinschmeißen wollte, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls gibt es diese Legende, dass dort das Wasser keinen Grund hat und dass man dort einfach in die Unterwelt versinkt. Und das Tor, die Tore der Unterwelt waren auch dort. Also insgesamt nicht wirklich ein Ort, wo man als guter Jude hin will.
Wahrscheinlich auch kein sehr hoffnungsvoller Ort. Also ich stelle mir vor, da sind irgendwelche schwimmenden Toten, tanzende Ziegen, wahrscheinlich Geschrei und irgendwelche anderen grausligen und menschenunwürdigen Rituale sind dort vollzogen worden. Wie ich schon gesagt habe, heute schaut es ein bisschen romantischer aus. Dort werden keine Götzen mehr angebetet. Das Wasser fließt friedlich dahin, der Tempelkult hat aufgehört. Und es ist eher sogar ein Naturschutzgebiet, das von Israel im Sechstagekrieg damals von Syrien zurückerobert geworden ist. Deswegen würde man diese Sachen gar nicht vermuten. In dieser Gegend war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und fragt, wer glauben die Leute, dass ich bin? Die Jünger, die davor ausgesandt worden sind, um von dem Königreich Gottes zu erzählen und dass der König selbst gekommen war, in der Gestalt des Handwerkers aus Nazareth. Und die Antwort von den Jüngern, die muss ziemlich enttäuschend für Jesus gewesen sein. Er, der sich selbst als der Gesandte des Herrn versteht, wird missverstanden von den Leuten. Sie sagen, er ist ein Prophet, er ist ein Lehrer, er ist eine wichtige Person. Das haben die Leute schon gemerkt, wenn er gesprochen hat. Steht immer wieder in der Bibel, dass die Leute sagen, sie haben sich gewundert, woher seine Vollmacht kommt, woher seine Autorität kommt. Aber er ist trotzdem verkannt. Und dann stellt Jesus an diesem Ort die Frage der Fragen an seine Jünger. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und hier lesen wir weiter im Text. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Für diese Antwort wird Petrus bis heute gelobt. So ein schlauer Mensch. Er war der Einzige, der es gecheckt hat. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Nicht wirklich. Jesus stellt gleich klar, ja Petrus, du hast es erfasst, glücklich bist du zu preisen, aber nicht weil du so schlau bist, sondern weil mein Vater es dir gezeigt hat. Und dann fährt Jesus fort, du bist Petrus, das heißt ein Stein, und auf diesem Felsen, und da steht im Griechischen ein anderes Wort, auf diesem Felsen Petra, ihm selbst werde ich die Gemeinde aufbauen. Und keine Tore des Hades, keine Macht der Unterwelt werden sie überwältigen können. Ich werde dir die Schlüssel geben, um zu binden und zu lösen. Das ist übrigens das erste Mal, dass Jesus die Gemeinde erwähnt. Und es ist schon spannend, dass er das an einem Ort tut, wo man das wahrscheinlich nicht vermuten würde. Es würde für mich mehr Sinn machen, dass er das im Tempel verkündet, ich werde eine Gemeinde bauen, die keiner, also der keiner Macht widerstehen kann. Nein, er geht an diesen Ort, wo so viel Schreckliches passiert, und dann redet er von etwas Revolutionärem. Keine Unterwelt, keine Panik hat eine Chance gegen das, was Jesus selbst aufbaut. In manchen Predigten habe ich gehört, dass quasi dieser Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist, Petrus sei, oder das Bekenntnis des Petrus, dass quasi jeder, der sagt, ja, Jesus, du bist es, du bist der Gesandte, der gehört zur Gemeinde. Aber ich glaube, was Jesus da sagt, ist, ich bin der Felsen, nicht das Bekenntnis. Mein Bekenntnis hat nichts damit zu tun, ob die Gemeinde besteht oder nicht, sondern der Fakt, dass Jesus die Gemeinde baut, das ist der Felsen. Auf dem wir stehen, auf dem wir als christliche Familie stehen. Ist das nicht wunderbar? So weit, so gut.
Heute gibt es vielleicht nicht mehr diesen Pan, der angebetet wird, aber vielleicht hat euer panikauslösender Faktor im Leben eher dieses Gesicht. Ich hätte nicht erkannt, ich habe ihn im Internet gesucht, das ist George Washington, der erste US-amerikanische Präsident. Und das hat jetzt keinen tieferen Grund, dass ich den gewählt habe, einfach, dass sein Gesicht auf den Dollarnoten ist. Bei uns auf den Euroscheinen, da sind irgendwelche Gebäude um, deswegen funktionieren sie jetzt nicht so gut in meiner Illustration und deswegen ist dieser George Washington da. Vielleicht ist dein panikauslösender Faktor Geld. Stichwort Inflation. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und habe Artikel gefunden, die eigentlich sehr traurig waren im Jahr 2009 nach der Weltwirtschaftskrise. Ist die Suizidrate unter 54- bis 64-jährigen Männern signifikant angestiegen. Ein Jahr nach der Finanzkrise nehmen sich vor allem Männer, die in ihrer Berufskarriere am häufigsten in diesem Alter am erfolgreichsten sind, vermehrt ihr Leben. Das ist sicher keine Zahl, auf die man stolz sein kann, aber es ist schon interessant zu sehen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Studenten oder mit Leuten auf der Straße spreche, irgendwie ist da doch so dezente Unsicherheit, manchmal sogar ein bisschen in Panik ausartend. Vielleicht ist das dich beschäftigt manchmal. Oder vielleicht geht es dir wie dieser Frau jetzt, die schwarz war. Habe ich was falsch gemacht? Nein, das ist der Liedtext. Ist egal. Ihr würdet das Bild von der J.K. Rowling sehen. Sie hat sich sicher nicht gewünscht, in dieser Situation zu sein, in der sie gerade ist. Und vor einigen Jahren war sie noch hoch gelobt und es hat Leute gegeben, die für Bücher nächtelang vor einem Buchladen übernachtet haben, um ja die erste Ausgabe vom Harry Potter zu sehen. Und sie war gefeiert. Ich habe ein Interview mit ihr angehört und dann hat sie gesagt, es hat Zeiten gegeben, da konnte sie nicht auf die Straße gehen, weil sie so gefeiert wurde. Und jetzt hat sich die öffentliche Meinung gedreht und sie ist eigentlich ziemlich in Verruf geraten. Und mir ist so vorgekommen, wie wenn sie die Wassermassen der öffentlichen Meinung gerade ziemlich hart gegen die Steine drücken und sie ziemlich durchschleudern. Der Wind hat sich gedreht und ich wünsche ihr, dass sie nicht erdrückt wird von diesen negativen Wassermassen, die da auf sie zukommen. Und es soll jetzt auch nicht um die Situation gehen, warum sie in Verruf geraten ist im Moment. Aber es ist schon interessant, wir leben in einer Zeit, in der die ziemlich schnelllebig ist und in der sich so Ruhm zum Beispiel ganz schnell in das Gegenteil verkehren kann. Stichwort Cancel Culture. Also man kann durch eine Aussage oder durch irgendwas, was einem teilweise vielleicht in den Mund gelegt wird, kann man sämtlichen Ruhm, den man sich erarbeitet hat und verdientermaßen vielleicht oder weniger verdient, das sei dahingestellt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Ruhm bleibt. Vielleicht erlebst aber auch du gerade, dass irgendwie Macht bröckelt. Dort in Caesarea Philippi, da war Tempel des Augustus, das ist zur Ehre des Cäsaren erbaut geworden und dann kommen Erdbeben, politische und wortwörtliche Erdbeben. Und was wir heute noch sehen, schaut so aus. Von Pracht und Macht ist da irgendwie nichts mehr übrig.
Es gibt auf der ganzen Welt nur noch einen Kaiser, und zwar in Japan. Der ist von uns jetzt kulturell, glaube ich, ziemlich weit weg. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass irgendwie Macht und Machtdarstellung auch nicht hilft, um sie irgendwie zu behalten. Niemand in der ganzen Geschichte hat bis jetzt seine Macht so gebaut, dass sie immer noch besteht. Außer einem einzigen Mann, das war ein Handwerker aus Galiläa, der mit seinen Freunden gemeinsam eine Revolution losgetreten hat, die ganze Gesellschaften von innen nach außen gedreht hat. Er ist derjenige, an den wir uns heute noch erinnern. Dieses Bild, so hat er wahrscheinlich nicht ausgeschaut, aber das wurde von einem forensischen Anthropologen gezeichnet, um darzustellen, dass es eigentlich ein ganz normaler Mann aus dieser Gegend war. Wahrscheinlich nicht blond und blauäugig, sondern eben so in dieser Richtung, wie er ihn da dargestellt hat. Dieser Mann hat etwas gebaut, das den Ängsten und jeglicher Panik widerstehen kann, das gegen die Wassermassen der öffentlichen Meinung letztendlich also bestehen kann. Und dieses Ding, das er gebaut hat, hat heute noch Bestand, obwohl große Reiche gekommen und gegangen sind. Und von diesem lebendigen Konstrukt oder von diesem Ding, das er gebaut hat, da sagen seine Mitglieder, dass sie auf eine Zukunft schauen, wo kein Tod und keine Tränen mehr sein werden, wo keine Unterwelt mehr sie bedroht. Nicht weil Petrus so gut war, hat er das herausgefunden, sondern der Vater im Himmel hat es ihm gezeigt. Und ich glaube, dass wir wieder an einem Ort sind, wo Jesus fragen könnte, wer bin ich für dich? Oder wer bin ich? Wer sagst du, dass ich bin? Und ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo quasi die so schnelllebig sind, wo der George Washington an die Tür klopft und sagt, hallo, ich verliere Wert, oder wo Machtverhältnisse sich verschieben, wo politische Erdbeben stattfinden oder einfach genau Kriege, die Machtverhältnisse so stark verändern, dass man eigentlich nicht mehr weiß, worauf man sich verlassen kann. In so einer Zeit leben wir gerade und ich glaube, dass der Heilige Geist daran ist, den Menschen zu zeigen, wer Jesus ist. Manchmal flüsternd, manchmal vielleicht immer lauter. Dieser Jesus ist der Sohn des Vaters und er ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Der Historiker Tom Holland, der ist jetzt gerade in vieler Munde wegen seinem Buch Herrschaft, die Entstehung des Westens, der staunt in so manchem Interview über den Einfluss, den die Worte von diesem einfachen Zimmermann oder Handwerker gehabt haben, dass wir überhaupt daran denken können, eine Sicherheit außerhalb vom Götzenopferdienst zu finden. Das ist laut dem Tom Holland auf die Aussagen, die Lehre und das Wirken von Jesus zurückzuführen. Es ist außergewöhnlich, sagt er. Es ist sonderbar. Es ist unbeschreiblich für ihn, aber es ist wahr, dass es heute Leute gibt, die diesem Jesus vertrauen. Was, wenn das auch ein Fingerabdruck Gottes ist auf unserem Leben? Wenn genau in einer Zeit wie dieser, wo wir uns jetzt befinden, Gottes Ruf auch lauter wird und er uns immer wieder zeigen möchte, das ist mein Sohn, auf ihm darfst du gebaut sein. Oder dass Jesus quasi selber sagt, dich einlädt und sagt, ich baue dich auf mich drauf. Du darfst Teil von dieser Gemeinde sein, die nicht überwunden werden kann. Möchtest du so ein Stein sein, so ein Petrus, so ein kleines Steinchen auf dem Felsen drauf, der nicht überwunden werden kann? Und dann ist es aber noch interessant, weil man könnte jetzt hier aufhören und sagen, super, wir fühlen uns genau gestärkt und
Und jetzt gehen wir raus und zeigen der Welt, dass wir nicht überwunden werden können und werfen uns in Schlachten oder werfen uns irgendwie in Streitgespräche rein, weil wir können ja nicht überwunden werden. Aber Jesus dreht sich zu seinen Jüngern um und er sagt nur was Interessantes. Dann schärfte Jesus seinen Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass sie nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Diese Erkenntnis war noch nicht bereit, herumposaunt zu werden, weil Jesus den Menschen, also seinen Freunden, gezeigt hat, was seine nächsten Schritte sein würden. Es würde nicht so sein, sich irgendwie Armee aufzubauen und Ruhm einzuheimsen und sich auf dem Markt hinzustellen und zu sagen, ich bin der Messias, sondern was er tun würde, ist nach Jerusalem zu gehen, den Ältesten ausgeliefert zu werden und zu sterben. Das Fundament, auf dem wir stehen, ist nicht Macht, Ruhm oder Unerschütterlichkeit, sondern es ist jemand, dieser Mann, der am Kreuz gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Und die Jünger sind aufgebrochen mit Jesus gemeinsam, um der Welt zu zeigen, wie dieses Königreich aussehen wird. Eben nicht laut, sondern demütig. Nicht durch Macht, sondern durch Aufopferung. Nicht Anerkennung, sondern eigentlich Verworfenheit und den Schatz in dem Gekreuzigten zu entdecken. Durch das Leiden, die Angst, den Tod und die Auferstehung von Jesus ist diese Gemeinde auf diesem Felsen gebaut. Und alle Menschen, die bekennen, dass sie zu Jesus gehören und denen der Vater gezeigt hat, wer Jesus ist, dass Jesus der Gesandte ist, um die Welt zu retten, die auf ihm als Fundament stehen, wir können nicht überwunden werden. Aber nicht, weil wir so viel Ruhm haben, weil wir so viel Kraft haben, sondern weil wir auf diesem Felsen stehen, auf dem Jesus selbst die Gemeinde baut. Und das Spannende ist, wenn wir auf diesen Gekreuzigten schauen, dann passiert was in meinem Herzen. Dann werde ich demütig. Dann werde ich bewegt. Dann höre ich auf, nach Ruhm und Anerkennung zu streben. Und eigentlich möchte ich dann nah bei dem sein, der mein Felsen ist. Auf dem Fundament des sanftmütigen und sich selbst opfernden Jesus können wir fröhlich aufbrechen und der Welt diese schöne Gemeinde zeigen. Amen.